Also Bitcoin aufladen bei den SBB, Billettautomat, Schweizerische Bundesbahnen. Prepaid-Zahlungsverkehr und jetzt neu Bitcoin Paper Wallet. Nicht mehr Bitcoin aufladen, sondern es gibt ein Paper Wallet. Man wählt aus die Ladung, die man machen möchte. Zum Beispiel so. Gebühren werden ein bisschen günstiger als bei 100 Franken, also sie gehen unter 10%. Dann muss man seine Telefonnummer eingeben, um einen Code zu erhalten. Telefonnummer eingeben und warten auf die SMS. Also SMS kommt. Neu, ja, da ist auch der Hinweis. Vergessen Sie nicht, das Papier mitzunehmen, Code eingeben. Weiter und dann, die Maschine will Geld. Hier rein und am Schluss erhält man unten das Paper Wallet, also den Ausdruck. Kann den nach Hause nehmen und muss ihn einscannen in seine Wallet, um das Paper Wallet zu übernehmen. Also ich möchte das machen mit den Euro, die sowieso jetzt bald an Wert verlieren gegenüber Schweizer Franken wegen dem Bazooka Olaf Schlumpf, der jetzt Kanzler wird, und wegen der Dollarstärke durch Federal Reserve und globale Schulden und Inflation, weil natürlich die Schulden in der Weltwirtschaft in Dollar sind, bei China, Evergrande und so weiter, werden so viele Währungen abwerten und die Inflation wird zunehmen. Also wenn sie hier stoppt, dann Kauf fortsetzen und dann hat man Zeit, das Geld einzufügen und seine Bitcoin-Quittung dann zu erhalten. Also nochmals hier. Bitcoin-Zahlungsverkehr, Paper Wallet, aufladen.